Lean Management ist ja so ein richtiges Hype-Thema. Lean Management muss man unbedingt im Unternehmen haben, damit man wirklich weiterkommt, damit man vorankommt, damit Wachstum geschaffen wird. Heißt es zumindest, aber in diesem Video erzähle ich Ihnen 5 Wahrheiten, die Ihnen sonst keiner verrät. Bleiben Sie im Video, wir sehen uns gleich. Hallo, mein Name ist Axel Schröder, ich komme hier aus Bayern und ich bin absoluter Lean-Enthusiast. Lean-Management, die Art und Weise, wie wir unsere Prozesse verbessern, wie wir einfach mit gleicher Mannschaft und gleichen Ressourcen sehr viel mehr Ergebnisse schaffen, das ist das, was mich die ganze Zeit antreibt. Aber es gibt 5 Wahrheiten, die Sie wirklich kennen sollten und die Ihnen sonst keiner wirklich so ausspricht und sagt. Deswegen, liebe Geschäftsführer, liebe Vorstände, liebes Top-Management, hören Sie genau zu, bleiben Sie dran, vor allem abonnieren Sie auch unseren Kanal, damit Sie immer up-to-date bleiben, wenn wir neue Videos über Lean-Management entsprechend veröffentlichen. Erste Wahrheit, die Ihnen so keiner sagt. Jetzt gut zuhören. Liebe Vorstände, liebe Geschäftsführer, Sie können Lean-Management in Ihrem Unternehmen weder einführen, noch befehlen, noch diktieren. Akzeptieren Sie das bitte. Sie können Lean-Management einfach einführen, Sie müssen es vorleben. Es beginnt bei Ihnen, Lean-Management wirklich so als Unternehmensphilosophie, als Unternehmenskultur zu leben. Und es geht hier überhaupt nicht um die Einführung von irgendwelchen Tools, Werkzeugen, 5S-System oder ähnliche Dinge. Das ist mit Lean-Management nicht gemeint. Sondern worum geht es wirklich? Was bedeutet das mit dieser Kultur? Lean-Management kommt eigentlich von Toyota und damit aus Japan. Und die Japaner sind außerordentlich freundliche, sehr, sehr höfliche und sehr, sehr respektvolle Menschen. Das ist einfach Teil der japanischen Kultur, dass man möglichst höflich und respektvoll miteinander umgeht. Und die Japaner verstehen es als Unhöflichkeit oder gar als Beleidigung einem gegenüber, wenn man seine wertvolle Lebenszeit mit unnützen Dingen einfach verschwendet. Wenn also Mitarbeiter im Betrieb da sitzen müssen, irgendetwas tun, was sozusagen für die Katz arbeiten war, was entsprechend ihre Lebenszeit verschwendet. Und deswegen heißt es eben aus dem japanischen Kontext heraus, im Unternehmen habe ich keine Mitarbeiter nur, sondern es haben sich eine Gruppe von wirklich freien und mündigen Bürgern ganz freiwillig zusammengesetzt, um ein großes Werk wie den Bau eines Automobils, eines Autos zu vollenden, was man alleine nicht tun könnte. Also alle Mitarbeiter sind freiwillig in ihrem Unternehmen, es zwingt sie keiner dazu, die Sklaverei ist in der westlichen Welt Gott sei Dank abgeschafft. Deswegen heißt auch Lean Management wirklich dieses, sie müssen es vorleben, sie müssen diese Unternehmensphilosophie, diese Wertschätzung gegenüber den Mitarbeitern, dieses kontinuierliche Streben nach Verbesserung von den Prozessen, damit es einfach leichter von der Hand geht, das müssen sie vorleben und das beginnt bei Ihnen, in Ihrem Geschäftsführerbüro, in Ihrem Vorstandsbüro. Sie müssen anfangen, nach den Lean-Prinzipien zu arbeiten, weil ansonsten sind Sie keine Vorbildfunktion und Ihre ganze Mannschaft, egal ob das jetzt die nächste Management-Ebene darunter ist oder ob das bis auf den Shopfloor geht, auf die Mitarbeiter, wird Ihnen nicht folgen. Und damit ist Lean Management in jedem Fall zum Scheitern verurteilt, wenn Sie das nicht bei sich selbst beginnen zu verstehen und entsprechend in Ihre eigene unternehmerische DNA zu verankern. Zweite Wahrheit, die immer keiner sagt, Lean bedeutet eben nicht schwindsüchtig oder wegsparen oder Mitarbeiter entlassen oder Kostensenkungsprogramme. Darum geht es bei Lean Management überhaupt nicht. Sondern es geht bei Lean Management einfach darum, dass wir mit unseren gegebenen Ressourcen, die wir da haben, die besser ausnutzen, damit wir weniger für die Katz arbeiten und wie wir entsprechend da zusammenkommen, dass wir einfach mit dem, was wir haben, mehr Geschäft schaffen können. Aber mehr Geschäft schaffen wir eben nicht, indem wir die Peitsche schwingen und die Mitarbeiter mit raushängender Zunge wirklich durch die Gegend rennen, sondern wir schaffen einfach mehr Geschäft dadurch, indem wir ohne Medienbrüche arbeiten können, indem wir Dinge, die unnütz sind, einfach weglassen können, indem wir Dinge, die der Kunde nicht wünscht und auch dafür auch nicht uns bezahlt, dass wir die einfach weglassen können. Was bedeutet das? Ganz konkretes Beispiel. Würde Ihr Kunde bereit sein, 5 oder 8 oder 10 Euro mehr zu bezahlen für ein Endprodukt, wenn er wüsste, dass Ihre Mitarbeiter zum Beispiel 3, 8, 10 oder 12 Minuten irgendwelche Dinge suchen, zum Beispiel Lieferscheine suchen oder Rechnungen von Lieferanten suchen oder irgendwelche Werkzeuge suchen. Also Suchzeiten sind ein klassischer Punkt von für die Katz arbeiten oder eben Verschwendung, aber dafür werden wir garantiert nicht bezahlt, wenn der Kunde das wüsste. Also schauen wir, dass wir das losbekommen. Dritte Wahrheit, die Sie auf jeden Fall mit berücksichtigen sollten, ist, Muda ist der japanische Begriff für Verschwendung. Aber Muda meint eigentlich nicht Verschwendung. Dieses Wort Verschwendung ist immer
eigentlich ein unschönes Wort und es ist auch immer ein Affront gegenüber den Mitarbeitern, wenn man sagt, was du da machst, das ist Verschwendung. Das ist nicht wertschätzend und Lean Management ist eine außerordentlich wertschätzende Art und Weise gegenüber den Mitarbeitern. Wo kommt dieses mit der blöden Verschwendung her, was ist da passiert? Muda wurde zuerst übersetzt ins Englische. Es kamen also zuerst über das Englische und die Unternehmen in den USA haben das entdeckt gehabt als erstes und dann kam es in der weiteren Übersetzung vom Englischen ins Deutsche. Und Muda ist dann mit Waste übersetzt worden, das englische Wort für Verschwendung, und dann von Waste wurde es auf Verschwendung ins Deutsche übersetzt. Das ist aber nicht damit gemeint, sondern Muda meint einfach mehr unnütze Dinge weglassen oder nicht für die Katz arbeiten. Und dieses aus dem Dialekt raus, aus der Sprachfärbung für die Katz arbeiten, das trifft es eigentlich wirklich. Wenn ich irgendwo auf einer Baustelle bin und feststelle, dass ich ein bestimmtes Material vergessen habe oder die Schrauben sind alle und ich fahre wieder zurück und muss Schrauben holen, dann ist dieser Weg einfach für die Katz gewesen. Hätte ich gleich entsprechend viel mitgenommen, hätte ich mir das sparen können. Und dieses für die Katz arbeiten gibt es natürlich auch in jedem Büroumfeld. Denken Sie an die vielen Reports, die in größeren Betrieben des Mittelstands erstellt werden, Geschäftsführerberichte oder für den jeweilige Unitleiter oder wie auch immer, die danach dann sowieso keiner mehr liest. Überlegen Sie sich, wie viel wertvolle Mitarbeiter und Lebenszeit dadurch verschwendet wird. Lassen Sie sowas weg und machen Sie nur die Dinge, die wirklich Sinn machen. Vierte Wahrheit, die Sie auf jeden Fall wissen sollten, One Piece Flow, sprich einen auf Durchgang fertig machen, ein Werkstück fertig bearbeiten und dann das nächste beginnen. Vergessen Sie Multitasking, das ist der Killer einer jeden Effizienz in Ihrem Betrieb. Ich komme hier aus dem schönen Bayreuth in Oberfranken und wir haben so einen wunderbaren fränkischen Dialekt und bei uns sagt man A-Moll, a Baustell fertig machen. Das ist genau das Prinzip von One Piece Flow. Wir beenden erst eine Aufgabe, eine Tätigkeit, bevor wir mit was Neues anfangen. Da müssen wir hinkommen, denn damit reduzieren Sie die Durchlaufzeiten enorm. Und enorm heißt wirklich nicht nur um ein bisschen zwei, drei Minuten oder sowas, sondern nein, Sie reduzieren Ihre Durchlaufzeiten wirklich auf 10% oder 20% der ursprünglichen Ausgangszeit. Also das sind wirklich radikale Verbesserungen, die Sie dadurch erreichen können. Und wenn Sie Interesse haben, abonnieren Sie unseren Kanal, bleiben Sie up to date. Wir werden diese Themen alle noch vertieft aufgreifen. Fünfte Wahrheit. Das Standardwerkzeug, was überall als Toolset bei Lean Management eingeführt wird und verkauft wird, ist 5S. Wir müssen alle aufräumen und dann gibt es die großen 5S-Workshops und dann werden alle Dinge umeinander getragen und siehe da, nach 4 Wochen sieht es genauso aus wie vorher. Wir haben zu dem Thema 5S unsere eigene Meinung. Es hat nur bedingt was mit Aufräumen zu tun. 5S ist ein Tool, ein Werkzeug, eine Hilfestellung. Aber eigentlich geht es darum, dass der Mitarbeiter für seinen Arbeitsbereich den perfekt eingerichteten Arbeitsplatz hat. Und das ist deutlich mehr als Aufräumen. Denn wenn überall auf der Werkbank Werkzeug rumliegt, wenn die Schraubenschlüssel rumliegen, wenn sie vielleicht etwas verdreckt ist, wenn die Beleuchtung schlecht ist, wie soll denn so ein Mitarbeiter eine fehlerfreie, feinmechanische Arbeit leisten können? Das kann nicht funktionieren. Deswegen wird 5S diesen Arbeitsplatz einrichten, so dass er seiner Aufgabe gerecht wird, immer mit diesem Aufräumen verbunden. Darum geht es aber überhaupt nicht, sondern es geht einfach darum, dass die Mitarbeiter die bestmöglichen Arbeitsbedingungen haben, damit sie wirklich hervorragende Arbeit von der ersten bis zur letzten Minute des Arbeitstages hochkonzentriert leisten können. Darum geht es eigentlich bei 5S und nicht um Aufräumen. Das waren jetzt 5 ganz ehrliche Wahrheiten, die Ihnen so niemand gesagt hat. Abonnieren Sie unseren Kanal und wir werden diese Themen weiter vertieft aufgreifen. Herzlichst, Ihr Axel Schlüter.